Hallo und herzlich willkommen zu Curando Feelgood, deiner Gesundheitsplattform. Ich bin Jana. Ich bin Physiotherapeutin, Ernährungsberaterin, Pilates-Trainerin und Yoga-Lehrerin. Im heutigen Video zeige ich dir ein kurzes Pilates-Workout, das sich super eignet, um morgens schon mit einem guten Gefühl in den Tag zu starten. Es werden alle großen Muskelgruppen trainiert und am Ende zwei wichtige Muskeln gedehnt. Wenn dir das Video gefällt, lass mir gerne einen Daumen nach oben da und abonniere meinen Kanal. So wirst du regelmäßig mit neuen Workouts, gesunden Rezepten und Tipps vom Physiotherapeuten versorgt. Und jetzt ab auf die Matte, wir legen los. Komm für die erste Übung am Anfang deiner Matte in einen Fersensitz und von hier aus dann in einen Vierfüßlerstand. Platziere deine Hände direkt unter den Schultern, die Knie direkt unter der Hüfte. Nimm die Nase weg von der Matte, nimm die Schultern weg von den Ohren, die Rippen nach innen, den Bauch nach innen. Und dann mach dich mit der Ausatmung ganz rund im Rücken, roll deinen Kopf mit ein, atme ein und streck dich in die Gegenrichtung. Ausatmen, mach dich ganz rund. Und mit der Einatmung komm kontrolliert in die Gegenbewegung und dann atme nochmal aus, mach dich ganz rund und komm dann noch einmal einatmen in die Gegenbewegung und dann zurück in deine neutrale Position. Stell dann deine Zehenspitzen hinten auf, heb deine Knie 2-3 cm von der Matte weg. Und stell dann deine Beine nacheinander nach hinten in die Planke und hol sie sofort wieder nach vorne in deine Ausgangsposition zurück. Dabei bleiben deine Knie immer etwas von der Matte abgehoben. Schieb nach hinten und hol sie wieder vor. Bleib in deiner Körperspannung. Schieb nach hinten und hol die Beine wieder vor. Halt durch, lass deinen Atem fließen und hol die Beine wieder vor. Schieb die Beine wieder zurück und hol sie direkt wieder vor. Bleib in deiner Körperspannung, lass deinen Atem schön fließen, bleib in einem guten Stütz und dann hast du es schon geschafft. Setz deine Knie wieder auf die Matte auf, schieb dein Po nach hinten auf die Fersen, schieb die Arme lang nach vorne raus, atme zweimal durch und dann komm für die nächste Übung in einen Langsitz. Streck die Beine lang nach vorne und schieb deinen Kopf lang nach oben raus. Nimm die Schultern tief, die Rippen nach innen, den Bauch flächig nach innen. Nimm deine Arme zur Seite auf Schulterhöhe, lass die Schultern tief. Und jetzt stell dir vor, du hast auf der Rückseite deiner Arme einen Stab, der verhindert, dass deine Arme während der Übung nach vorne kommen. Stell dir auch vor, du hast einen Stab durch den Kopf, durch die Wirbelsäule, in die Matte hinein und um den drehst du dich gleich. Atme ein und mit der Ausatmung dreh dich um diese gedachte Achse und komm mit deiner Einatmung dann wieder zur Mitte zurück und atme aus, dreh dich zur anderen Seite, lass beide Schultern tief und komm mit der Einatmung zurück und mit der Ausatmung dreh dich wieder. Denk an den Stab auf der Rückseite deiner Arme, der verhindert, dass deine Arme mit nach vorne gehen. Und bleib beim Drehen groß, schieb deinen Kopf lang nach oben raus, atme ein, mit der Ausatmung dreh dich, zieh deinen Bauchnabel dabei fest nach innen, komm wieder zur Mitte, atme ein und mit der Ausatmung dreh dich. Spür, wie deine Muskeln entlang der Wirbelsäule arbeiten. Das sind die Muskeln, die deine Wirbelsäule wirklich stabilisieren können. Nochmal zur Mitte, atme ein, dreh dich, atme aus. Mitte, atme ein und nimm die Arme nach unten und entspann deinen Oberkörper für einen kleinen Moment. Richte dich dann wieder auf, komm mit dem Po etwas weiter auf der Matte nach vorne, stell die Füße hüftbreit auf und zieh dich mit den Händen an den Schienbeinen gerade, schieb den Kopf nach oben, die Schultern nimm tief, die Rippen rein, den Bauch flächig nach innen, dann nimm die Arme nach oben und roll dich kontrolliert und langsam ohne Schwung nach unten ab, zieh den Bauchnabel dabei fest nach innen ein, nimm die Arme über Kopf, atme ein, lass die Rippen dabei drin und komm kontrolliert wieder mit rundem Rücken nach oben. Wenn dir die Kraft dafür am Anfang noch fehlt, helf dir gerne mit den Händen an den Oberschenkeln und atme ein, komm wieder nach oben und mach dich ganz groß und roll dann mit rundem Rücken wieder zurück. Zieh dich lang, lass die Rippen drin
Und komm nach oben mit rundem Rücken und streck dich oben wieder lang. Komm zurück ohne Schwung. Und genauso auch wieder nach oben ohne Schwung. Und wie gesagt, wenn dir dazu am Anfang noch die Kraft fehlt oder dir im Laufe der Übung die Kraft ausgeht, dann helf dir gerne mit den Händen an den Oberschenkeln, hake dich da ein und geh über diesen kritischen Punkt drüber. Genauso beim wieder nach oben kommen, helf dir kurz, atme oben ein und roll dich wieder aus, atme zurück. Wenn die Arme über Kopf gehen, lass deine Rippen schön drin und komm nochmal hoch und roll dich zurück. Arme über Kopf einatmen, komm nach oben, atme aus, roll dich noch einmal zurück, atme ein und komm nochmal nach oben und dann entspann dich für einen kleinen Moment. Dann roll dich noch einmal langsam mit rundem Rücken nach hinten auf deine Matte ab und komm in die Rückenlage für die Schulterbrücke. Stell deine Füße etwas breiter als hüftbreit auf. Schieb deinen Kopf lang nach oben raus. Lass deine Schultern auf die Matte sinken. Schieb deine Hände Richtung Füße nach unten. Und dann nimm die Rippen nach innen, den Bauch flächig nach innen. Und dann zieh dein Schambein Richtung Nase und roll deinen Rücken von unten her Wirbel für Wirbel nach oben auf bis zur Brustwirbelsäule und dann roll langsam wieder zurück. Lass dein Becken und dein Schambein so lang wie möglich oben und wenn du unten bist, zieh dein Schambein nochmal Richtung Nase und roll dann wieder Wirbel für Wirbel nach oben auf und Wirbel für Wirbel wieder ab. Dann heb dein Becken viermal zügig nach oben. Komm hoch und direkt wieder ab. Komm hoch und ab. Noch zweimal hoch und ab. Letztes Mal hoch und jetzt auf zwei Seiten. Komm hoch, hoch, ab, ab. Nochmal hoch, hoch, ab, ab. Hoch, hoch, ab, ab. Letztes Mal so, hoch, hoch, ab, ab. Komm drei Zeiten nach oben, einmal ab. Zwei, drei und ab. Hoch, hoch, hoch und ab. Hoch, hoch, hoch und ab. Hoch, hoch, hoch und ab. Hoch, hoch. Hoch und ab, halt durch. Eins, zwei, drei und ab. Eins, zwei, drei und ab. Eins, zwei, drei und ab. Gleich geschafft. Eins, zwei, drei und ab. Das letzte Mal so und jetzt halt dein Becken oben, schließ deine Oberschenkel und Knie und öffne sie in die Ausgangsposition zurück. Und schließen und öffnen. Schließen und öffnen. Mach deine Knie zu und auf. Bleib dabei mit deinem Becken schön oben. Und jetzt komm in die Ausgangsposition zurück. Schieb dein Becken nochmal schön nach oben. Stabilisier dich gut im Rumpf. Und dann streck dein rechtes Bein nach oben und komm viermal tief und hoch. Und komm hoch. Und drei. Und vier. Stell dein Bein wieder auf, hol dein linkes Bein gestreckt nach oben. Und viermal tief und hoch. Tief und hoch. Zweimal noch und hoch. Letztes Mal, komm nochmal ganz hoch mit dem Becken, stell das Bein auf und roll dann nochmal langsam Wirbel für Wirbel nach unten ab. Lass bis ganz zum Ende dein Becken in der Luft und dann entspann dich. Komm für die nächste Übung in einen Vierfüßlerstand und von dort aus dann in die Bauchlage. Öffne deine Beine ein kleines bisschen,
Nimm deine Hände direkt unter die Schultern, lass deine Nase so 2 cm über der Matte schweben, nimm deine Schultern schön weg von den Ohren, zieh deinen Bauchnabel nach innen ein und dann nimm deine Hände hinter deinen Rücken und falte deine Hände wie zu einer Räuberleiter, schieb dann deine Hände zu den Füßen nach unten und komm gleichzeitig mit dem Oberkörper und mit beiden Beinen nach oben. Und löse wieder etwas und komm nochmal mit Oberkörper und Beinen nach oben. Schieb deine Hände Richtung Füße nach unten und versuch auch in dieser Position deinen Atem fließen zu lassen. Vielleicht atmest du ein, wenn du nach oben kommst und aus, wenn du nach unten kommst oder auch andersrum. Aber lass deinen Atem fließen. Oben, schieb die Hände schön zu den Füßen nach unten und versuch beim nach oben kommen deine Knie gestreckt zu lassen. Heb die Beine gestreckt von der Matte ab. Und komm nochmal nach oben und lösen und komm nochmal nach oben. Spann deine gesamte hintere Muskulatur an. Komm nochmal nach oben, gleich hast du es geschafft. Und komm wieder tief. Nimm deine Hände neben dich und schieb dich nach hinten auf die Fersen. Mach einen ganz runden Rücken. Schieb deine Arme lang nach vorne und atme 2-mal schön tief durch. Und komm dann von hier aus in einen Kniestand. Wir dehnen unseren Hüftbeuger. Setz dazu deinen rechten Fuß ganz weit vor dir auf die Matte und dann schieb deinen Kopf lang nach oben raus, nimm die Rippen nochmal rein, den Bauch nach innen und dann verlager dein Gewicht nach vorne, stütz dich dabei gerne auf deinem Oberschenkel oder Knie ab, versuch deinen Rücken ganz lang zu lassen und dann platziere beide Hände auf der Innenseite deines rechten Fußes. Belass die Länge in deiner Wirbelsäule, lass deinen Atem fließen und lass jetzt mit jeder Ausatmung dein linkes Becken, deine linke Beckenseite Richtung Matte nach unten sinken, sodass sich auf der linken Seite dein Hüftbeuger schön dehnen kann. Atme ein, zieh deine Wirbelsäule ganz lang und mit der Ausatmung lass dich schön in der Leiste nach unten sinken. Schieb dann dein Gewicht nach hinten, streck dein vorderes Bein so gut wie es geht, zieh die Zehenspitzen ran und dehn jetzt die Rückseite deines Oberschenkels rechts. Mit der Einatmung zieh deine Wirbelsäule ganz lang und mit der Ausatmung lass dich auf dein Bein sinken. Einatmen, zieh dich lang und ausatmen, lass dich sinken. Es ist egal, wie tief du mit deinem Oberkörper nach vorne kommst. Wichtig ist, dass du die Dehnung auf der Rückseite deines rechten Oberschenkels spürst. Bleib auf deinem Level. Dann richte dich wieder auf und hol dein Knie zurück, ohne umzufallen möglichst. Und dann hol deinen linken Fuß weit nach vorne. Schieb deinen Kopf nochmal lang nach oben raus. Nimm die Rippen und Bauch nach innen und dann verlager dein Gewicht wieder nach vorne und stütz dich gerne auf deinem linken Oberschenkel oder Knie ab. Und dann komm auch hier mit beiden Händen auf die Innenseite deines linken Fußes und bleib ganz lang in deiner Wirbelsäule. Lass deine rechte Beckenseite in Richtung der Matte nach unten sinken. Mit der Einatmung zieh deine Wirbelsäule ganz lang und mit der Ausatmung sink mit deiner rechten Leiste Richtung Matte nach unten. Lass deinen Atem hierbei schön fließen. Und dann schieb dich auch hier wieder zurück, streck dein linkes Bein so gut du kannst durch, zieh die Zehenspitzen Richtung Nase
Und dann auch hier, zieh mit der Einatmung deine Wirbelsäule ganz lang und mit der Ausatmung lass dich auf dein Bein nach unten sinken. Bleib hier auf deinem Level. Wichtig ist nur, dass du es links als Dehnung auf der Rückseite deines Beines spürst. Einatmen, lang ziehen, ausatmen, lass dich sinken in Richtung deines Beins. Einatmen, lang ziehen. Und ausatmen, lass dich schön sinken. Dann richte dich wieder auf, hol dein Bein zurück und schon hast du es geschafft für heute. Ich danke dir ganz herzlich fürs Mitmachen und freue mich schon, dich ganz bald wieder auf der Matte zu sehen. Und ich freue mich, wenn du mir einen Daumen nach oben und ein Abo dalässt. Bis ganz bald. Tschüss!